Ich mal. Das stimmt, der riecht wirklich schön. Hm? Ich glaube, wenn wir für dich specken, wird so eine Farbe gut aussehen. Sehr schön. Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem weiteren The Sutting Crew Video. Wie ihr seht, es regnet. Das bedeutet natürlich, dass wir in Hamburg sind. Aber wir fahren jetzt zu der Kamps Sportwagen AG und gucken uns mal da so an, was da so rumsteht. Auf jeden Fall werden da ein paar McLarens und Bentleys da sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, auch mal wieder ein Bentley so ein bisschen anzugucken. Echt ein schönes Auto. Aber wir fahren natürlich mit unserem GT63S Viertürer mit der V-Klasse und mit dem GT4, sage ich eigentlich V-Klasse, mit Frank the Tank. Patrick ist hinter der Kamera. Bevor wir noch nasser werden, als wir schon sind, sieht man vielleicht da meinen Haaren. Springen wir jetzt mal in die Autos und fahren los. Wir sind jetzt angekommen bei Kamps und starten direkt mal mit Bentley. Hast du Lust auf ein bisschen Bentley, Patrick? Immer. Immer? Nee, wirklich immer. Dann können wir ja mal gucken. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo wir mit unserem Wraith rumgefahren sind. Hoffentlich. Ein paar, ja, hoffentlich. Ne? Aber echt? Da habe ich ja ein paar Punkte an Rolls-Royce kritisiert. Und die hat, ja, schon schön. Ne? Ja, schon schön. Also eins muss man Kamps wirklich lassen. Der Showroom, den die haben, ist unglaublich. Na, wirklich traumhaft. Es sind 800 Quadratmeter Fläche, nur hier unten schon. Ich merke gerade, ich trockne lieber noch mal meine Schuhe ab. Das ist so ein schöner Boden hier. Ja, gute Idee. Ja, schön sauber machen. Übrigens cool, dass du eine kurze Hose trägst bei Regen. Gut, gell? Mega. Aber ja, hier sind wir jetzt bei Bentley und ja, noch mal kurz als Backup. Wir haben sogar eine relativ große Bentley-Historie. Wir hatten immer einen Flying Spur, ein paar Continentals, Azure, Anage. Also ich glaube, wir hatten eigentlich relativ alles außer Mulsanne und einen Bentayga. Weil ein Bentayga ist mega cool, aber da sind wir eher Team Urus. Aber auf den gehen wir nachher noch mal ein, denn der ist vom Speck echt krass. Aber gut, wir schauen jetzt mal rum. Als erstes ein Mulliner Bentley Continental GT Convertible. Wie ihr sehen könnt, der Grill ist hier anders. Das hat mit dem Mulliner zu tun. Also der Mulliner-Style ist jetzt alles ein bisschen exklusiver. Man kann aber dann, glaube ich, relativ machen, was man will. Und man hat halt die Akzente wie den Grill, das Stitching und auch, wenn man reinschaut. Und bevor wir in den Innenraum gehen, ich finde die Lichter richtig cool. Die Lichter? Ja. Dieses Crystal-Optik? Ja. Also das habe ich davor noch nie gesehen. Ja, vor allem mit so einem leichten blauen Tint. Ja, genau. Ja, es ist echt schön. Wie findest du die Farbe vom Auto? Ich finde schön, aber sehr nicht glatt. Ja, ne? Das ist nicht so meins. Wäre da ein bisschen so Metallic Flake drin, glaube ich, wäre es mega. Ja, stimmt, da fehlt irgendwie Tiefe irgendwie. Richtig, aber die Felgen sind schön für einen Mulliner. Sind halt was komplett anderes. Ja. Aber hier könnt ihr auch nochmal die Bezeichnung sehen. Und das ist jetzt halt das Thema, was bei Bentley für mich so krass ist. Kommst du einmal hier hinten rum? Klar. Einfach der Innenraum. Und das ist so unfassbar gut. Wenn man das halt im Rolls-Royce vergleicht. Das kannst du nicht vergleichen. Nee, aber ich gehe auf die andere Seite. Und das ist wirklich nicht blöd gemeint. Ich finde Rolls-Royce mega, wirklich toll. Aber vom Innenraum ist das eine andere Nummer. Du hast Ambiente-Licht, alles hier. Ich meine, hier alles Aluminium, die Knöpfe. Alles, der Blinker, im Rolls-Royce ist das halt Plastik. Oder allgemein hier, das ist krass. Das machen die einfach mega, mega, mega gut. Auch die Sitze sind voll schön, finde ich. Hammer, ne? Ja. Fühlt sich auch alles mega an mit diesem Piping hier. Und dann, krasse ist, hier hast du es ja mit Braun und dann hier mit Blau. Also es ist im Prinzip einmal wirklich inverse, das blaue Stitching rausgenommen, zum Braun gewechselt und die Hauptfarbe blau gemacht. Weil das passt alles so perfekt, auch wie das Lenkrad gemacht. Da muss man sagen, das kann man jetzt bei Rolls-Royce auch machen. Auch sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein First Edition Flying Spur. Oder Spur. Spur. Flying Spur. Spur. sehr, sehr schönes Auto auch. Was ist das eigentlich für eine Farbe? So ein bisschen dunkelgrau Anthrazit. Ist auf jeden Fall der V8. Finde ich auch sehr schön. Mal gucken, ob der offen ist. Ach, willst du hier schon wieder drüben selbst deine eigene Tür aufmachen? Gut, dann setze ich mich schon mal rein. Oh. Uiuiuiui. Also obwohl die Farbe jetzt nicht so meins ist, aber ich finde,
Also siehst du die Treadplates, wie das in blau leuchtet, das Bentley? Und auch hier, das finde ich cool. Geh mal in die Kamera, ich filme mal, wie du dich mit reinsetzt, dann können wir gucken, wie leise das hier drin ist. So. So. Reinspaziert. Mach mal deine Tür zu. Mein Herr, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz kurz. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt bei Bentley. Finde ich, Bentley hat den riechendsten Innenraum, den es gibt. Riech mal. Das stimmt, der riecht wirklich schön. Und jetzt hier, ich meine, guck dir an, wie krass das von der Qualität aussieht. Alles, die, ja genau, was du gerade zeigst, die Düsen, ja, das ist also vom Detail und da ist sogar selbst so ein bisschen Gold oder Beige drin, Hammer. Dass es passt und die Lautsprecher. Also, das ist alles wirklich mehr als on point und Ambientelicht kann ja bei solchen Autos oft ein bisschen, ich will nicht billig sagen, aussehen, aber halt nicht richtig. Aber hier haben die das so sleek eingearbeitet, vor allem, weil es gerade ausgegangen ist. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Warte, mal gucken, ob ich das wieder ankriege. Jetzt hier, guck mal, wie sleek das ist. Du siehst keine Unterbrechung des LEDs. Vielleicht kriegen wir sogar den Bildschirm an. Nee, natürlich, wir haben natürlich keinen Schlüssel. Aber es ist vom... Hinten rein schon. Wenn man das hier dreht. Ah ja, hier sieht man die LEDs auch wieder. Ja. Ja, sehr schön. Kannst du mal bitte den Knopf hier drehen? Welchen? Den. Und dann sag, was du fühlst. Ich fühle Qualität. Du fühlst Qualität? Sehr gut. Nee, aber von Innenraum ist es echt, es ist ein... mega. Krass gut. Gucken wir raus? Ja, nochmal hinten vielleicht gucken kurz. Ja. Warte, ich komm rüber und öffne dir die Tür. Ja, ein bisschen zu spät, ne? Nee, fürs Hintere. Ach so. Herr Patrick, Mr. Movie, bitte steigen Sie ein. Oh, that is very kind. Das freut mich, aber redest du jetzt Englisch wegen Bentley? Ja, genau. The British accent. Oh ja, super. Ach lustig, das ist die gleiche Vorhalterung, wenn du hier ein iPad oder so reinklippen willst, ne? Ja. Vom Urus. Echt? Genau das gleiche, ja. Aber Patrick, ich muss dir auch sagen, ich lasse dich jetzt hier. Ne? Alles klar, ciao. Ah, das steht ihm schon ganz gut, muss ich sagen. Boah, also ich kann ihn ja praktisch gar nicht hören. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber ich kann dich nicht hören. Nur ein bisschen. Wir können uns jetzt... Oh, also das ist ja mega. Ich sage wegen dem Mikro, aber das ist... Okay, warte mal, jetzt werde ich mal... zu spät. Ich höre nichts, was du sagst, das ne? Das ist echt der Hammer. Wow. Nicht schlecht, ne? Also da kann sich Rolls-Royce ein bisschen was abschauen, muss ich sagen. Von der Innenraumqualität auf jeden Fall, aber von der Leisigkeit ist das ja das Gleiche von der Stelle, oder nicht? Ja, das stimmt. Aber eins muss man einfach Rolls-Royce lassen, ist die Optik von außen, die ist klassischer, weißt du? Ja. Und der V12. Ja, das auch. Kofferraum können wir mal aufmachen, geht da nicht, sondern ich glaube hier unten. Oder auch nicht. Hey, krass, kann man den hier nicht? Ich dachte immer, man kann die vielleicht hier so oder so. Ja, gut. Früher hatte man ja bei normalen Autos, heutzutage wird das ja alles so kompliziert, hatte man einfach einen Griff, da hat man gedrückt, das ging, geht auf. Ja. Aber bevor wir mit Autos weitermachen und auf diesen Bentayga eingehen, finde ich, sollten wir mal in den Spec Room gehen. Oh ja. Können wir auch schön alles an Schubladen und so öffnen. Sehr schön gemacht. Und das Leder gerade von dem Stuhl hat mich echt ein bisschen überrascht von der Qualität. Oh, ist das weich. Oh. Sehr schön. Aber dann gucken wir doch mal, was man hier so ausstatten kann. Erstmal gehen wir auf die Lackfarben ein. Die hat man hier hinten. Ich denke, das kann man... Oh, ja. So. Also Patrick. Das ist hier nur eine Seite der Farben, ne? Hier ist so rot, rosa, lila Töne, hier ist so blau und da hinten sind auch die vernünftigen Farben wie schwarz. Aber warte mal, ich sehe mal eine Farbe wie bei Viamontes, vielleicht gehe ich mal da lieber hin. Nee, Spaß. Möchtest du zurück nach England? Okay. Ja, dachte ich mir auch. Weißt du, glatt überlegt, ob wir dir als Dienstwagen so ein hier Continental hinstellen, after Frank, aber naja. Ich glaube, wenn wir für dich specken, wird so eine Farbe gut aussehen. So ein schönes rosa, lila. Aber dann von innen mal schauen. Ich würde so. Oh, das passt eigentlich. Das ist gut, ne? Das ist cool gemacht, aber. Das kann man echt gut sehen. Ich denke mal, wenn man mit dem iPhone Flash dagegen geht, haben die es bestimmt darauf gemacht. Das fühlt sich wirklich an wie Autolack. Dass man ein bisschen, ja, hier dem Sparkle so ein bisschen sehen kann. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Und allgemein die Farbvariation, die man hier machen kann, ist wie bei Rolls-Royce wirklich sehr gut. Rolls-Royce ist noch ein bisschen individueller, wie ich persönlich finde. Aber was die auch machen, ist auch mega. So ein, ich finde ja, wenn du ein Auto komplett schwarz machst von außen, ne, so eine Farbe drin ist schon irgendwie geil. Es hat was. Es hat was, aber ich weiß nicht, ob man damit den Alltag irgendwie erleben kann. Ja, das ist klar. Da hast du recht.
Dann haben wir hier die Fußmatten. Sehr weich. Natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Variationen. Wobei man sich manchmal fragt, bei so einer Farbe, wer das ausstatten würde. Ja, das stimmt. Oder rot. Oder rot, ja. Aber mega, mega cool. Und dann haben wir hier jetzt noch zum Beispiel das, was man im Innere hat. Sowas wie Piano, Black, Aluminium, Carbon, all so ein Zeug. Und dann haben wir natürlich als erstes Carbon. Das heißt, man kann alles schon Carbon machen. Passt jetzt nicht unbedingt so gut zu der Art von Auto, aber ist trotzdem cool. Oder sowas. Sieht auch ganz schön crazy aus. Oder halt klassisch einfach Holz. Das wäre jetzt nicht meine Wahl, aber auch cool, hat was bei so einem schönen Briten. Aber wir haben jetzt schon echt viel Zeit verplempert auf diesem Schrank hier, weil bei diesen ganzen, ich könnte mich in so einem Spec-Room echt immer so einen Tag hinsetzen und einfach rumspielen mit den Farben. Ich meine, auch was man hier sieht, die ganzen Blau, oh, das Babyblau sieht aus wie der von Shindy. Boah. Also Grüße gehen raus. Also da haben wir Auswahl. Das ist schön. Mhm. Das ist sehr schön. Nicht schlecht. Ach, ich glaube, wir müssen den Raum jetzt hier mal verlassen, sonst sind wir hier ein bisschen zu lang, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hier haben wir dann den Bildschirm. Ach, hier kann man auch gerade sehen, wie alles bei Bentley gemacht wird, handgestitcht. Ziemlich, ziemlich cool, auch noch schön viel handcrafted. Schönes Bentley-Kissen hier. Das ist auch so etwas, nehmen wir, glaube ich, einfach nachher mit, ne? Für sich auch so. Weiter geht's mit diesem First Edition Bentayga. Das Auto ist schon verkauft, deswegen zeigen wir nur ein bisschen was. Als erstes, der Lack ist einfach nur unglaublich. Es ist Champagner, dann ist es Gold, dann ist es Silber, dann ist es Grau. Aber wenn Sonne raufkommt, hast du auch einen leichten Rosa-Effekt in der Farbe. Ich weiß nicht, kommt das gut auf der Kamera rüber? Das ist so ein bisschen schwierig. Komplexe, aber ich glaube, wir gehen mal auf die andere Seite rüber vielleicht kurz. Weil vorhin dachte ich, dass ich diesen kleinen Lila-Effekt gesehen habe. Das kommt angeblich, wenn die Sonne raufschreit, dann ändert sich die Farbe und das sieht so liquid aus. Das sieht aus, als wäre es eine flüssige Farbe, die immer noch flüssig ist. Und innen ist der Blau mit Grau. Ganz wilde Kombination, aber steht dem Auto sehr gut. Wollte ich gerade sagen, ja, finde ich eigentlich schön. Das ist wirklich ein classy Spec, also die Person, die den gespeckt hat, sehr gute Arbeit gemacht hier. Schöne schwarze Felgen natürlich und dann gehen wir mal zum Heck. Hier ist erstmal ein riesen Carbon-Spoiler drauf. Ich mag Carbonara. Natürlich schön dicke Auspuffrohre und ja, echt ein tolles Auto. Aber ich finde zum Beispiel jetzt, kennst du noch das Four-Facelift Bentayga Modell, wo die Rücklichter noch größer waren? Finde ich persönlich schöner. Weil ich finde, die sind ein bisschen sehr schmal geworden, wie beim Continental. Ach, wo wir gerade bei Continental sind, hier steht ein ganz schwarzer. Das sieht gut aus, ne? Das ist jetzt der Continental V8. Das heißt, man hat auch noch ein schön bisschen V8 blubbern. Ist auch vom Fahren definitiv der sportlichere Continental als der W12. Klar, weniger Leistung, aber du hast so viel weniger Gewicht vorne. Deswegen ist das schon gut. Aber ich würde sagen, Patrick, du machst wieder den Sitztest. Ja. Mein Lieber. Dankeschön. Ja. Das sieht schön aus, ne? Oh, oh, oh. Bekommt er es hin? Er bekommt es hin. Boah, also die Qualität ist schon nochmal... Nochmal ein anderes Level. Wenn wir die Kamera haben? Klar. Ja, andersrum. Sonst kriegt nicht, dass ich irgendwas hier kaputt mache im Fokus. Ja. Mann, ey. Wie fühlt sich? Also ich muss schon sagen, steht dir, Patrick. Gut, ne? Das ist echt nicht schlecht. Also, auch wieder im... Oh. Die Qualität ist so krass. Wie würdest du das Gefühl beschreiben von dem Türgriff? Das ist schwierig. Kann man fast nicht, ne? Das ist egal, wir gehen weiter. Ja. Aber wie gesagt, wunderschönes Auto. Vor allem der Spec ist einfach mal komplett on point. Ganz schwarz. Und hier haben wir wieder das gleiche Thema wie beim Wraith. Die Rücklichter finde ich persönlich zu rot. Zu rot, zu orangemäßig, dass es mit Schwarz gut funktioniert. Achso, soll ich mir übernehmen? Ich werde hier noch zum Kameramann. Ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut gemacht eigentlich. Schauen wir mal. Bestimmt. Ja, wir können ja voten. Aber daneben haben wir nochmal genau opposite den grauen Continental. Da finde ich die Felge, muss ich sagen, in Diamond Cut schöner als in ganz schwarz. Echt? Ja, weil, guck mal hier, da sehen die Kurven so rund aus und da sieht es eckiger aus. Und ich finde eckiger immer schöner. Persönlich jetzt. Das stimmt schon. Aber gleiche Geschichte, grauer Continental, aber hier Stitching in hellblau.
Das ist richtig schön. Das ist sehr schön gemacht. Ja. Und übrigens, immer wenn ich so mache, ne, ich bin nicht disrespectful zu den Autos, das fühlt sich mal so schön an. Deswegen muss ich die Autos immer streicheln. Ich habe die alle lieb. Und dann haben wir hier nochmal ein dunkelgrau. Oh, Nardo ist der so ein bisschen. Nardo-grau und Bentayga. Auch wieder mit der Riesenfelge. Ich muss sagen, so ein Bentayga ist schon wirklich ein schönes Auto. Aber was würdest du nehmen, Patrick? Bentayga oder Urus? Urus. Aber Bentayga oder Cullinan? Aber Cullinan White Body Kit von Novitec? Das ist schwierig. Wir machen es einfach so, komm, wir holen uns einen Cullinan, okay? Mhm. Bauen uns den Innenraum vom Bentayga an. Das ist eine gute Idee. Und dann White Body Kit Novitec. Jo. Ich bin schon Genie. Ja. Kann man sagen. Weiter geht's. Bevor wir jetzt hier weiter tagträumerisch rumreden. Hier haben wir noch eine Lounge Area. Das heißt, wenn einer von euch sein Bentley abholt oder so, setzt man sich hier ganz geschmeidig hin. Das finde ich, ist auch richtig so hier zu sitzen, oder? Ja, fühlt sich gut. Wartest du hier so, kommt der Schlüssel, dann neues Auto. Und dann geht's los. Aber jetzt, es gibt nämlich noch eine ganze weitere Etage oben. Und warte mal. Wenn du eins von den, wie viele Autos haben wir jetzt hier? Okay, von einem von den vier, die wir uns angeschaut haben, oder von den fünf, welchen würdest du nehmen? Definitiv. Ja, oder? So ein Continental GT in ganz schwarz. Wie gesagt, früher hatten wir, ich weiß gar nicht, wie viele Continentals, aber bestimmt 6 Stück oder so. Und das ist einfach ein mega Auto. Du fährst da mit über 300, 320 glaube ich. Und mit dem Innenraum, das ist ja schon nicht schlecht. Komplett ruhig drin. Als Daily ist das glaube ich mega. Ja. Der einzige Konkurrent für mich da ist einfach der AMG GTR. Klar preislich nochmal was anderes, der Bentley ist teurer. Weil den GTR fährst du mit mega Komfort, sind beides GT-Autos. Die Frage ist da halt, was möchte man eher haben? Noch mehr Luxus oder ein bisschen Sportlichkeit? Ja. Aber der Bentley ist auch sportlich. Also, es ist schwer, die können halt echt viel, die Autos. Ja. Es sind einfach mega gute Autos. Dann haben wir hier noch einen Flying Spur wieder. Auch wieder in so einem krassen Liquid Silver. Können wir nicht mal, wollen wir auch mal kurz einfach mal reingucken, bevor wir hochgehen? Ja, ja? Klar. Aber ich glaube... Oh, ich glaube, das ist Nutella-Farbe. Schön Schokolade. Echt? Oh, je. Oh, das sieht aber gut aus. Oh, das ist aber mal komplett was. Das? Oh. Oh, das finde ich aber gut. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher mit dem Holz hier, das aber dann, die Farbe ist... Es kommt ein bisschen heller auf der Kamera rüber, aber... Das ist doch wirklich so Kinder Bueno oder Nutella-Farbe, ja, ne? Das ist gut gemacht. Ja, echt schöne Farbe. Mich. Top. Ja. 1A mit Sternchen. Wie verplant man hier unten so viel Zeit? Es gibt hier noch so viel Schönes zu entdecken, Patrick. Gehen wir erstmal hoch. Erstmal. Ziemlich böser McLaren GT in ganz schwarz. Ach, von hinten sieht er 1A aus. Muss man sagen, erst fand ich den McLaren GT wirklich nicht cool. Aber mittlerweile in ganz schwarz. Echt, echt nice. Dann geht das hier weiter. Also, das sind wieder alles nur Auswahlen für Bentley. Dieser Showroom ist so groß. Können wir eigentlich gleich einen Zweiteiler draus machen. Mit danach noch. Das ist für mich so der typische britische Spec. Ja, so ein bisschen Racing Green. Aber das sieht auch richtig gut aus. Auch da, finde ich, passt Chrom. Ja, aber stell dir erst mal vor, komplett schwarz, Chrom komplett weg. Tiefer legen, ja, das 23 Zoll Felge. Ja, klar. Ob die offen sind, weiß ich nicht. Ist offen. Ja. So. Guck mal, hier ist die Farbe von dem Bentley gematcht mit dem Leder. Wie das aufleuchtet, siehst du das? Mhm. Das ist eine First Edition, das ist ein W12. Also V12 Motor, aber als W, weil die so liegen. Deswegen sagen wir W12. Sehr cooles Auto. Auch hier mit den Blinds, dass sich keiner stört und so. Privacy. Haben wir hier eine Reihe an 27. Ja, das ist persönlich nicht mein Spec. Aus einem Grund, und das sind die Felgen. Guck dir mal die Felgen an. Oh Gott. Ja. Oh, also ich glaube, hier ist ein schönes Auto. Ich glaube, da gehen wir mal lieber weg von. Ich finde aber, der sieht sehr gut aus. Ja. In dem Rot. Mit dem Carbon. Also. Warum? Ich weiß es auch nicht. Warum? So ein bisschen Launch. Naja, egal. Aber was man sagen muss, schwarz. Ja, geht immer. Ich finde aber mittlerweile,
So blaue Akzente bei Schwarz sind echt nice. Mhm. Schon echt schön. Und ein wunderschöner, großer Mulsanne. Mhm. Als der damals rausgekommen ist, haben wir uns auch echt überlegt, einen zu kaufen, weil es ist ein wunderschönes Auto. Aber das Thema bei dem Auto, vor allem weil er abgeschlossen ist, ist, der Wertverlust ist so brutal leider. Aber mega, mega schönes Auto. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal in einen großflächigen Carporn. Ja. Und danach gehen wir mal rüber zu McLaren, okay? Ja, hört sich gut an. Let's go. Fertig? Die Frage ist, ist der Carporn fertig? Ja, ich glaube schon. Also dann, wenn die Leute den jetzt gesehen haben, dann ja. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Bevor wir das Video jetzt beenden, machen wir jetzt ein bisschen kürzer. Sind wir natürlich noch mal bei McLaren, wie ihr wisst, wir lieben McLarens. Wir zeigen euch einfach auch mal, was hier rumsteht, denn hier steht dieser mega geile McLaren GT. Und zeigt mal kurz das Heck, weil wir hier reingekommen sind und das gesehen haben, dachten wir wirklich so. Oh, mit den Lichtern. Oh. Also das Heck ist brutal von dem Auto. Also von vorne ist er schön, elegant, aber ein bisschen da zu fehlt hoch irgendwie auf was. Jeden Fall, ja. Aber von hinten, das ist eins der schönsten McLaren von hinten auf alle Fälle. Von hinten ist unglaublich. Nicht der schönste. Ja, eine Sache, die ich noch schnell sagen möchte. Mhm. Wir sind hier eingeladen worden und das ist wirklich mega cool. Aber es ist hier noch nicht alles fertig. Also nicht, dass ihr denkt, dass das die finale Version ist. Zum Beispiel das Regal hier ist leer. Es ist noch alles nicht. Ich würde nicht die sagen, es ist eine Baustelle. Ich finde es ziemlich perfekt für eine Baustelle. Aber es fehlen noch ein paar Sachen. Die kommen aber noch und vielleicht kommen wir dann ja nochmal zu Besuch. Dann hat man hier eine Chill-Out-Area. Da denke ich mal, kommt ein Fernseher rein. Kann sich hier ein paar McLaren-Bonbons nehmen. Die machen dich schneller und leichter, habe ich gehört. Was McLaren? Okay? Ja. Dann haben wir hier einen McLaren 620R in Mantisgrün, heißt die Farbe, glaube ich. Das können wir hier natürlich einmal kurz nachgucken. 620R, nee, die Farbe, die hier drauf steht, stimmt leider gerade nicht. Hm. Aber das ist, glaube ich, Mantisgrün. Mega gut aus in der Passt Farbe. Passt zum 620R, finde ich. Passt sehr gut, finde ich sogar. Ja. Haben wir noch einen 720S in einem Blau mit einem Braun von innen. Ist mal eine andere Farbe. Und noch einen McLaren GT. Wirklich sehr, sehr, sehr coole Autos. Und ja, das war's auch schon hier bei Kamps. Das heißt, das war's auch schon. Es gab aber noch da hinten so ein paar Bugattis, die konnten wir aber gerade leider nicht zeigen. Denn was hier abgeht, ist wirklich nicht mehr normal, oder Patrick? Ne, also das Ganze ist echt super schön gemacht. Wie findest du es, wie es hier so optisch ist? Ist mega, ne? Ja, das meine ich ja eben. Ach so, also wirklich super. Sorry, mein Lieber. Geht ja gar nicht. Du läufst ja schon wieder weg von mir. Ja, ich weiß, ich will das nochmal kurz hier zeigen, weil es so schön ist. Geht's wieder zu McLaren. Schön. Nee, also ja, wirklich schön gemacht. Aber wirklich sehr, sehr cool. Ja. Ich glaube, das Video ist jetzt hier beim Ende. Jo. Perfekt. Also was müssen unsere lieben Leute machen? Erstmal abonnieren, das ist das Wichtigste. Das ist sehr wichtig. Teilen, Instagram natürlich, auf die Webseite mal rüberschauen, aha, Glocke drücken, sind die lecker? Danke. Warten. Das ist ganz gut. Und ja, riesen Dankeschön an die Kamps-Gruppe, dass wir hier sein durften. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsauto hier war oder was ihr denkt, was vielleicht in die Satin Crew passen könnte. Von dem her, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass du mit mir gefilmt hast, Patrick. Und nochmal ein riesen Dank an die Kamps-Gruppe. Ciao. Oh, die sind wirklich lecker.